Guten Morgen. Heute geht es um das Umweltgift der Dioxin und dioxinähnlicher Produkte. Die sind leider in unserer Umwelt, die sind überall, die sind in Pflanzen, die sind im Boden und die sind natürlich auch in tierischen Produkten. Die sind überall und wir nehmen sie auf. Und was passiert mit uns? Wir bekommen Krebs und wir bekommen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zwei erwiesene Folgen von Dioxin und dioxinähnlichen Produkten. Dazu gibt es auch eine Broschüre vom Umweltbundesamt, die habe ich euch unten verlinkt. Und wer in dieser Broschüre etwas rumliest, der wird Folgendes finden. Über 90%, also fast alles, was wir an Umweltgiften aufnehmen durch unsere Ernährung, geschieht durch 4 Nahrungsgruppen. Eier, Fleisch, Fisch, Milch. Unsere Ernährung, in unserer gesamten Ernährung sind die 4 Gruppen das, wo wir fast alles an Umweltgiften aufnehmen. In Pflanzen gibt es auch Dioxin und dioxinähnliche Produkte. Aber das, was wir aufnehmen, das, wo wir das meiste aufnehmen, ist in tierischen Produkten. Einfach aus dem Grunde, weil die Tiere essen natürlich auch Pflanzen und nicht zu wenig. Wisst ihr, was so eine Kuh am Tag weglatzt? Und die isst und isst und isst. Und wir essen dann, und das lagert sich natürlich im Fettgewebe ab, und wir essen dann quasi ja, die Bioakkumulation, die fertige Bioakkumulation dann auf unserem Teller, wo sich das alles dann konzentriert hat. Und das müssen wir uns bewusst machen. Das müssen wir uns bewusst machen. Wenn wir einfach nur Obst, Gemüse essen, wenn wir Zubereitungen aus Obst und Gemüse machen, ja, da ist sicherlich, das sind auch Umweltgifte drin. Aber das ist ein Witz im Vergleich zu den tierischen Produkten. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, auf die tierischen Produkte in unserer Ernährung zu verzichten, sprich Fleisch, Eier, Fisch und Milch, wenn wir darauf verzichten können, dann nehmen wir so gut wie keine Umweltgifte mehr zu uns. Und damit sind die beiden größten Todesarten, Krebserkrankung und Herz-Kreislauf-Erkrankung, vermindert die Risiken. Wisst ihr eigentlich, was die dritthäufigste Todesursache ist bei Menschen? Kommt ihr nie drauf? Ich habe ein Video dazu gemacht. Schaut euch das unbedingt an. Egal, zurück zum Thema. Also, ich kann nur rein aus egoistischen Motiven, aufgrund der eigenen Gesundheit, daran appellieren, wirklich auf tierische Produkte zu verzichten, wenn man eben nicht diese Umweltgifte und diese Dioxine, diese wirklich schädlichen Stoffe für unseren Körper aufnehmen möchte. Und vielleicht braucht es den einen oder anderen Anstoß noch bei einem, der sagt, okay, ja, ich würde schon ganz gerne mich pflanzlich ernähren, aber so richtig habe ich es noch nicht. Schaut euch das Blättel vom Umweltbundesamt an. Und es gab auch in der Schweiz eine Untersuchung und es gab auch in Amerika eine Untersuchung. Ich weiß nicht, ob ich allerdings finde. Für uns deutsches Umweltbundesamt ist relevant. Das verlinke ich auf jeden Fall. Wenn ich was finde aus der Schweiz und Amerika, ich habe es gelesen bei meiner Recherche, das werde ich euch dann auch verlinken. Das heißt, ja, verzichtet auf tierische Ernährung und ihr verzichtet auf die Aufnahme von Umweltgiften zu einem extrem hohen Maß. Und mehr braucht es dazu nicht zu sagen. Diese Information wollte ich auch mit euch teilen. Ich habe sie sicherlich schon mal genannt in Videos. Ich werde explizit nochmal ein Video machen, weil Dioxine, das wird oft genannt. Und ich möchte, dass das Video einfach gefunden wird. Deswegen Dioxine gleich am Anfang. Und ja, postet das, teilt das. Es kann gar nicht oft genug geteilt werden, dass diese Umweltgifte, wo so viele Menschen Panik haben, im Endeffekt in der Ernährung fast ausschließlich nur in tierischen Produkten enthalten sind. Und warum? Das habe ich heute erklärt, weil die Tiere halt die ganzen Pflanzen essen, das sich immer mehr anreichert über die Lebensdauer des Tieres und wir dann quasi ja, das Endprodukt, dann die komplette Akkumulation der Schadstoffe, der Dioxine dann zu uns nehmen. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Motivation geben, wenn ihr euch noch nicht komplett pflanzlich ernährt, dann wieder ein Stück mehr tierische Produkte wegzulassen, um dann halt wirklich ja, eure Gesundheit maximal, ja, möglichst optimal zu gestalten, innerhalb eurer Komfortzone, was für euch noch in Ordnung ist. Das mag für den einen mehr sein, für den anderen weniger. Ist vollkommen in Ordnung. Nicht jeder muss 100% Veganer werden, wenn er das nicht schafft, in erster Instanz. Dann ja, geht man Schritt für Schritt. Aber geht einen Schritt. Geht einen Schritt.
Ich wünsche euch alles Liebe und einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.